Hallo Retro-Freunde, was lange währt, wird endlich gut. Das ist das Motto des heutigen Videos. Ja, ich habe euch schon lange versprochen, jetzt ist das Video da. Ich zeige euch die Star Wars Figurenkiste aus meiner Kindheit. Das heißt, die Figuren, die ich seit der Kindheit habe. Ich lüfte mit euch das Geheimnis, welche Figuren da enthalten sind. Vielleicht habe ich auch noch die eine oder andere Anekdote dazu. Also seid gespannt und ich würde sagen, ohne Umschweife, fangen wir an. Los geht's! Ja, Leute, hier haben wir die Kiste, wie ihr seht. Ich habe die Kiste auf meiner, nicht Besetzungscouch, aber auf meiner YouTube-Couch platziert. Hier haben wir den Alf, da haben wir den guten Mogwai, den Bösen. Ja, und natürlich halt auch das Sendung mit der Mauskissen. Ja, und hier haben wir die Kiste. Wie ihr seht, die Kameraeinstellung ist heute mal ein bisschen anders. Ja, ich nehme euch jetzt live dabei, ich nehme euch jetzt mit, indem ich die Kiste jetzt auspacke. Und das Erste, was ihr seht, sind die Backkarten, die ich euch ja schon mal in einem anderen Video vorgestellt habe. Ja, wenn ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet, dann schaut doch mal oben rechts auf den Bildschirm. Da blende ich jetzt noch mal das Video ein. Schaut euch die Karten noch mal an, wie gesagt. Ja, da habe ich auch schon einiges zu erzählt. Alles Karten aus meiner Kindheit. Und ja, ich will gar nicht weiter jetzt hier euch auf die Folter spannen. Ich mache die Kiste auf und zeige euch meine Figuren. Ja, und ja, was soll ich sagen? Ich greife einfach mal rein und ich sehe, ich habe hier Plastiktüten. Ja, das hat nämlich einen besonderen Grund. Hier haben wir zum Beispiel den AT-ST-Driver, ja, also den Scout-Walker-Driver. Da seht ihr hier so diese schwarzen Flecke. Ja, ich habe früher die Figuren, wenn die halt Farbabrieb hatten, einfach mit einem Edding angemalt. Und so als Kind, ja, hat man da nicht so drauf geachtet, aber irgendwann haben die Figuren dann geklebt, weil dieser Edding halt doch nicht getrocknet ist etc. und haben halt die ganzen anderen Figuren beschmutzt. Und irgendwann habe ich den dann halt in eine Folie gepackt und habe die dann wieder mit zurückgelegt. Hier also alles Figuren, der Biker Scout aus Die Rückkehr der Jedi Ritter. Hier habe ich einen auch in der Folie drin, weil ich irgendwo das Schwarze mal angemalt hatte. Ach, der ist besonders schlimm gewesen, der Imperial Commander hier. Der klebt sogar in der Tüte fest, weil der ist halt komplett schwarz, der Gute. Und vielleicht sieht man das in der Tüte auch, durch die Tüte durch. Der ja, glänzt so ein bisschen, das heißt, den habe ich die volle Edding-Breitseite gegeben, dem Guten. Ja, und ich werde mir, glaube ich, mal das Ganze zu Gemüte führen und werde mal schauen, ob ich das da irgendwie wieder abkriege. Ja, wie gesagt, damals hat es mich nicht interessiert, ich habe es in die Tüte gepackt und gut ist. Das ist der Gute aus dem AT-AT, der Commander. Ja, guck mal hier, die Nase, ganz toller Farbabrieb, aber auch hier hatte ich wahrscheinlich halt die Hände und die Schuhe, die Stiefel bemalt, ja, und deswegen ist der auch in der Tüte. Hier haben wir eine tolle Figur, wenn sie komplett wäre, das ist der Luke Skywalker Endor, ja, da fehlt der Poncho, vielleicht, oder Moment, vielleicht habe ich den Poncho noch, dazu gleich mehr, aber auch hier der Helm, komplett, ja, schwarz bemalt. Sogar das Gesicht, der Gurt hier, glaube ich, der Kinngurt, den habe ich bemalt. Und ja, nicht ganz so doll geworden, wie man sieht. Da haben wir eine Leia Bush Ausführung, auch aus Die Rücke der Jedi Ritter, wie sie Han Solo befreit. Auch die, sogar das, ich glaube, die Silberparts sind sogar angemalt hier, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, das waren nicht die Stiefel angemalt. Also ja, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Aber, Moment, da haben wir noch eine Tüte. Ja, da ist, das ist eine tolle Figur. Das ist eine meiner ersten Figuren und den muss ich rausholen, weil da muss ich euch was dazu zu erzählen. Und ich gucke mal, ob ich das so hinkriege hier. Der ist ja mit Tesafilm, habe ich noch zugeklebt. Ja, das war schon mal gut damals. Ups. Und gucken, ob ich mir jetzt nicht die Finger dreckig mache. Aber diese Figur ist was ganz Besonderes für mich. Na, komm schon raus, der klebt ganz schön fest. So, und zwar, hier sieht man ihn. Ja, ja, Stiefel und auch Handschuhe merke ich jetzt schon kleben. Ja, aber das ganz Besondere ist, seht ihr hier die Beine? Ja, seht ihr das hier, diese Flecken? Ja, da ist das Plastik, das Kunststoff geschmolzen. Da, kleine Anekdote, früher mit den Figuren gespielt im Kinderzimmer und mein Bruder hat so eine Schreibtischlampe gehabt. Und da habe ich die Figur beim Spielen so oben drauf gelegt, auf die Glühbirne mehr oder weniger und beim Spielen dann halt vergessen
Und irgendwann hat mein Bruder dann am Schreibtisch gesessen und hat seine Schulaufgaben oder was auch immer gemacht. Und auf einmal hat es angefangen zu stinken. Und dann hat man gesehen, dass hier die Figur drunter war und die Beine sind ein bisschen abgeschmolzen oder verschmolzen. Und na, mal die Kamera das scharf. So, jetzt ist es besser. Das ist eine Figur. Ich wollte die dann auch wegwerfen. Ja, hab's dann doch nicht gemacht. Und jetzt bin ich froh drüber, weil das ist ein schönes Relikt aus meiner Kindheit. Also das ist ein Unikat quasi, ja. Und den gebe ich für kein Geld der Welt ab. Das ist mein Death Star Commander. Wenn er richtig heißt. Seid mir nicht böse, wenn ich bei dem einen oder anderen vielleicht den Namen nicht mehr weiß oder falsch ausspreche, weil ich einfach diese Figuren schon ewig nicht mehr in der Hand gehabt habe. Besonders möchte ich jetzt einmal kurz hier drauf eingehen. Das ist eine Kiste, in der ich damals schon ja, alles gesammelt habe, was... Ach, herrje, hier ist sogar noch das Endor-Prospekt drin, das Return of the Jedi-Projekt. Prospekt meine ich. So, jetzt habe ich es. Zungenbrecher. Na, sogar zweimal. Und eine Seite ist da, die Endseite ist da abgewesen bei dem einen. Bei dem hier tun wir das weg. Ein schönes Prospekt, was bei den Figuren, ja, in den Figurenläden oder sowas damals, in den Spielwarenläden da war, ausgelegen hat, was ich mir mitgenommen hatte, wo verschiedene Figuren drauf sind, zu Rückkehr der Jedi-Ritter und so weiter. Habe ich ganz vergessen, dass ich das habe. Ich wusste gar nicht, dass ich das in dieser Kiste drin habe. Denn in dieser Kiste sind meine gesammelten Waffen, Umhänge etc. Ja, also von jeder Figur, die ich habe, müsste eigentlich noch die Waffe da sein. Da ist Lukes Lichtschwert, sehe ich da in Gelb. Der Umhang von Pruneface, der Umhang von dem Jedi Luke Skywalker. Hier ist sogar noch der C-3PO mit den Loose Limbs, also mit den losen Gelenken aus Imperium schlägt zurück. Der ist da komplett drin. Hier habe ich noch die Waffen vom X-Wing. Da habe ich ja auch da die Buschwaffe. Also ganz viele tolle Waffen zu jeder Figur, die ich habe, müsste da auch die Waffe drin sein. Sieht man hier, dass es scharf stellt. Ja, so. Ja, also wirklich toll. Ich bin so froh, dass ich diese ganzen Sachen aufgehoben habe hier. Die Waffen von den Leuten, von Jabbas Leuten, meine ich, müssten das sein. Hier die Buschmaske in Neuzustand, neuwertigem Zustand. Hier eine Buschmaske, die bemalt ist. Also alles Mögliche hier drin. Der Lockray-Stab, der Medizinmann von den Ewoks. Ja, also alles habe ich damit drin. Sehr schön. So, hier ein kleines Mini-Rig-Fahrzeug. Das ist nicht aus meiner Sammlung, aus meiner Kindheit in Anführungsstrichen, sondern nachdem Star Wars quasi fertig war und ich, ja, das müsste so Grundschulalter Richtung weiterbildende Schule oder weiterführende Schule gewesen sein. Also so bei mir 88 rum, ja, vielleicht auch, also müsste davor gewesen sein, also so 87, 88 maximal, habe ich mit meinen Freunden damals, hatte ich ja glaube ich auch schon mal erwähnt, ein bisschen getauscht und habe hier und da die Figuren halt abgegrast, gesammelt bzw. geschenkt bekommen oder was auch immer. Ja, und da war dieses Teil hier mit dabei. Das ist so ein Mini-Rig, so ein Mini-Fahrzeug, was halt nicht in den Filmen vorgekommen ist, aber Mattel, beziehungsweise, Entschuldigung, nicht Mattel, Kenner gedacht hat, sie bringen halt diese Fahrzeuge raus für den kleinen Geldbeutel, ja, weil die großen Fahrzeuge, die X-Wing, Millennium Falcon etc. waren ja doch schon sehr kostenspielig. Dasselbe ist mit diesem kleinen Panzer hier, nenne ich es mal, ja, auch der kam in der Mini-Rig-Serie raus, war nie im Film zu sehen, auch den habe ich so von Freunden bekommen und dieses tolle Teil hier, was so eine Mini-Version von dem Imperial Shuttle mehr oder weniger darstellen soll, denke ich, mit dem der Imperator in die Rückkehr der Jedi-Ritter den Todesstern besucht hat am Anfang. Ja, auch das habe ich so bekommen, war damals nicht, also habe ich nicht von meinen Eltern etc. bekommen. Und hier haben wir ganz viele tolle Figuren. Ich sehe hier den Death Star, also den Death Star Gunner, also den Todesstern, ja, wie nennt man das denn, Spezialisten, der den Todesstern, ja, abfeuern lässt, sage ich mal, ja, finde ich sehr toll. Das ist eine dieser Last 17 Figuren, also die letzten Figuren, die von Kenner rausgebracht wurden zu der Originaltrilogie. Sehr schön. Auch hier sieht man, die Kamera stellt das nicht ganz so scharf, glaube ich, hier. Die imperialen Abzeichen auf den Armen sind so gut wie noch da. Ja, und ich glaube, die Figur ist auch gar nicht mehr so günstig zu haben. Ein sehr schöner, schöner Zustand. Freut mich sehr, dass ich den habe. Hier habe ich genauso einen weiteren und da ist auch der Helm auch in der Kiste drin, das weiß ich. Hier habe ich den Luke Skywalker im Sturmtruppen-Outfit.
ist zwar aus Eine neue Hoffnung, das heißt aus Krieg der Sterne, quasi dem ersten Film, aber ist auch eine der letzten 17 Figuren, die rausgekommen ist. Ja, auch den habe ich hier in meiner Sammlung, sehr schön. Müssten wir mal hier und da ein bisschen sauber machen. Dann, wie man sieht, habe ich auch von den imperialen Royal Guards, die den Imperator beschützen, habe ich zwei Stück. Auch da sind die Waffen normalerweise in der Kiste drin. Umhang, alles dabei. Sehr, sehr schön. Ja, ich habe einige doppelte Figuren, meine ich hier. Hier der Obi-Wan. Da ist der Mantel leider gerissen, aber der ist auch aus unserer Kindheit. Wie so oft. Ja, das Lichtschwert. Da fehlt vorne dieser kleine, dünne Stöpsel. Der ist meistens immer abgegangen. Das heißt, das Lichtschwert hat hier vorne nochmal so eine verkleinerte Lanze, nenne ich es mal. Und die ist über die Jahre natürlich immer gerne abgebrochen. Hier haben wir den Luke. Oh, hier haben wir den Luke aus Eine neue Hoffnung auch, aber ganz ohne Lichtschwert. Aber ich meine, den müsste ich irgendwo nochmal haben. Gerade mal gucken, was hier noch so drin ist. Ja, hier auch eine seltenere Figur. Das wusste ich gar nicht. Der Barada ist auch einer der letzten 17, aber den habe ich auch damals ganz normal bekommen von meinen Eltern. Und jetzt mittlerweile ist der, glaube ich, auch schon mehr wert. Ja, ganz viele Figuren hier. Habe ich den Barada nochmal? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ja, auch hier vielleicht ganz interessant. Der Yoda. Der Yoda, da habe ich auch noch die Schlange und den, ich nenne es mal Gehstock oder Spazierstock, habe ich auch noch in der Kiste. Den Gürtel hat er sogar noch um hier. Auch ein sehr schöner Zustand. Diese Figur habe ich von meinen Eltern bekommen. Und wie gesagt, wenn ihr die Videos das, oder das Video gesehen habt zu den Cardbacks, die ich vorgestellt habe, das ist zwar meine, aber da habe ich keine Karte von gehabt. Das hat den Grund gehabt, da ich diese Figur zu Ostern bekommen hatte. Und bei Ostern war es so, die Figuren wurden von meinen Eltern versteckt im Haus, das weiß ich noch. Aber sie haben sie ausgepackt versteckt. Das heißt, sie haben die Verpackungen vorher aufgerissen, haben die Figur rausgenommen, haben die Figuren irgendwo hingestellt, wo wir sie suchen mussten und haben die Verpackung wahrscheinlich weggeschmissen. Also davon habe ich keine Verpackung, sehr schade. Aber er ist komplett. Hier haben wir noch einen schönen Ewok, da habe ich auch mehrere. Das hier ist auch einer der letzten 17. Oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ist das... Ach Gott, ich weiß es echt nicht. Lumat, Paplu, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt. Ja, aber auch da habe ich die... Der müsste einen Spazierstock, nicht einen Spazierstock, sondern einen Speer oder sowas dabei gehabt haben. Auch den habe ich noch. Ja, hier unten, seht ihr, ich habe hier zweimal den Luke. Das heißt, den einen habe ich auch mal getauscht dann damals. Das ist der ohne Lichtschwert, wie ich eben gezeigt habe. Und das ist der Originale. Der war damals meinem Bruder. Hatte mir damals irgendwann dann geschenkt, die ganzen Figuren. Auch hier fehlt vorne dieser kleine weiterführende Steg von dem Lichtschwert. Ja, also sehr viele Figuren. Hier ist Anakin Skywalker. Das ist für mich der richtige Anakin Skywalker Geist und nicht der Hayden Christensen, der dann irgendwann in die Rückkehr der Jedi Ritter rein oder ausgetauscht wurde gegen diesen Robert Shaw, hieß er, glaube ich, hier. Das ist die Figur. So muss er Anakin Skywalker als Force Ghost, nenne ich es mal, aussehen. Dann haben wir hier, sehe ich gerade, Leia mit dem Poncho. Auch da müsste der Helm und auch die Waffe und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie einen Gürtel hatte, bin ich mir gar nicht so sicher, aus die Rückkehr der Jedi-Ritter. Hier sind sie da, seht ihr, das ist hier so ein bisschen, da ist hier so ein bisschen Farbe dann drauf. Ja, das ist halt sehr, sehr schade, dass hier dieser Etting da draufgegangen ist. Ja, finde ich sehr, sehr schade. Aber es sind alles meine Figuren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier habe ich noch einen Jawa, das war auch meiner, das weiß ich auch noch. Und den habe ich nämlich auch angemalt und der Umhang ist jetzt relativ steif. Ja, weil ich da irgendwelche Farbe drauf gekleistert habe. Aber ich will sie sowieso nicht verkaufen und mir ist es vollkommen egal, was mir da einer bietet. Das sind meine Figuren von damals. Der Walrus Man. Ja, die gebe ich nicht her. Leia im Bespin Outfit. Ja, auch mit dem Mantel noch original. Meine Figur von damals. Admiral Akbar. Ja, Squidhead, glaube ich, heißt er hier. Mit Mantel komplett, mit dieser Schürze hier an. Alles noch komplett. Der Tusken Raider oder die Sandleute, wie man sie nennt hier. Auch er hier wieder mit dem Umhang. Umhang ist nicht eingerissen. Ja, eine sehr, sehr schöne Figur. Bib Fortuna, auch noch meiner. Ja, und der müsste eigentlich auch unten drunter einen Gürtel haben. Gerade mal gucken. Ja,
seht ihr hier, oder nicht Gürtel, sondern so eine Brustplatte, die bis unten hingeht, auch noch dran. Ja, finde ich sehr, sehr schön und es freut mich so, dass ich diese Figuren nicht verkauft habe, dass ich die behalten habe. Ach, guck mal hier, hier ist der zweite Barada, ja, auch wieder, wie gesagt, einer ist auf jeden Fall von mir und einen habe ich dann irgendwann mal geschenkt bekommen oder getauscht oder wie auch immer. Lobot, ja, von Bespin, der Lando Calrissians zweite Hand, nenne ich es mal. Sehr schön. Hier ist Pruneface und wie ihr eben gesehen habt, in der Kiste ist ja noch der Umhang drin. Ja, da habe ich dann auch die Waffe von ihm drin. Da habe ich diesen Skiff. Skiff heißt der, glaube ich. Klaatu. Ja, den gab es ja in zwei Ausführungen. Das ist der eine. Und den anderen habe ich bestimmt auch noch irgendwo. Hier ist ein Gamorrean Guard. Also die schweinsgesichtigen Wachen von Jabba, die auch bei Book of Boba Fett ja jetzt mitgespielt haben und wieder Berühmtheit erlangt haben. Vielleicht sind das sogar die zwei, die da mitgespielt haben, die am Ende leider irgendwie, ja, wenn ihr es gesehen habt, nicht so gut weggekommen sind, nennen wir es mal so. Der Imperator darf auch nicht fehlen, mein Imperator, auch die Figur habe ich bekommen damals, ja, war mein, ich glaube, die habe ich sogar von meiner Oma erhalten. Sehr, sehr schön. So viele tolle Erinnerungen. Hier ist der R2. Auch das ist meiner. Ja, hier oben seht ihr das, wie matt der geworden ist. Aber es ist der mit dem Sensor. Ja, aus. Das müsste aus Das Imperium schlägt zurück sein. Dieser Dagobah Yoda, sage ich schon. R2-D2. Ja, ein bisschen matt, aber vielleicht kriegt man das auch wieder hin. Aber wie gesagt, das sind meine Figuren. Die lasse ich so, wie sie sind. Das sind, ich weiß gar nicht, wann ich die das letzte Mal in der Hand gehabt habe, Leute. Ja, Luke Bespin Outfit. Ja, hier noch der Original Han Solo von meinem Bruder mit dem kleinen Kopf. Den gab es ja nochmal mit so einem dicken Schädel, ja, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Ja, das ist der Han Solo, den ich kenne, seit ich auf der Welt bin, mehr oder weniger, ja. Und so muss der für mich aussehen. Noch ein weiterer Biker Scout, den ich nicht angemalt habe. Lando Calrissian natürlich darf auch nicht fehlen. Im Bespin-Outfit auch wieder mit dem Mantel. Ja, hier ist ein Weequay. Was haben wir denn noch hier? Hier haben wir die. Ach, guck mal hier. Gerade zwei Stück nebeneinander. Hier haben wir die AT. Oder die AT-AT-Driver, nennen wir es mal so. Hier sehe ich noch einen. Ja, keine Ahnung, ob da vielleicht noch einer drin ist. Aber ich habe hier auf einmal drei AT-AT-Driver. Machen wir dahin. Die Bespin Security Guard, ja, bei dem, das ist auch meiner, das weiß ich, weil, seht ihr das, die Beine, der war schon, wie ich damals gespielt habe mit, hört ihr das auch? Die Beine total locker gewesen, ich weiß nicht warum, ja, ich glaube, ich habe auch nur den einen, das heißt, ich weiß gar nicht, ob das halt normal war. Hier ist der Ucknaugt, hieß er, glaube ich, dieser kleine Techniker, sage ich mal, von Bespin. Der dafür auch gesorgt hat, dass halt Han Solo eingefroren wird. Han Solo von Bespin. Lobot hatten wir schon. Guck mal hier, hier ist ein vierter AT-AT-Driver. Machen wir den auch mal darüber. Hier ist Hammer Heat. Leider auch ein bisschen bemalt. Vorder- und Rückseite. Naja, so ist das halt. Ja. Als Kind spielt man damit und guckt mal hier. Hier ist der gute Boba Fett. Auch das ist meiner von damals. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. Und Boba Fett hat ja echt wieder Berühmtheit halt erlangt durch Mandalorian und generell die Mandalorianer. Genauso durch das Book of Boba Fett natürlich. Ja, hier haben wir noch einen zweiten Imperator. Ja, also sehr, sehr viele Figuren. Hier haben wir eine Sturmtruppe und da oben sehe ich eine zweite Sturmtruppe. Ja, Sturmtruppen kann man nie genug haben. Genauso anscheinend wie Darth Vader. da habe ich auch zwei Stück hier. Auch hier einmal ohne Mantel, einmal mit Mantel, das ist auch unsere. Und auch hier sieht man natürlich wieder, dieser kleine vordere Steg fehlt auch bei diesem Laserschwert. Oder Lichtschwert besser gesagt, ich sage immer Laserschwert. Regis oder Regis. Der B-Wing-Pilot. Noch ein paar, das müsste Tibo sein, den habe ich jetzt mittlerweile auch OVP. Ein paar Ewoks. Da haben wir Wicket. Da haben wir, guck mal da, seht ihr das? Da haben wir eine tote Spinne. Das ist, glaube ich, ein Original. Ja, das ist keine Figur hier.
zweimal den Lockray, dann haben wir hier den Chief Chirpa. Ja, also viele Ewoks habe ich hier auch drin, viele Figuren, Han Solo mit seinem Mantel, auch meiner gewesen, weiß ich noch, wie ich den geschenkt bekommen habe von meinen Eltern. Han Solo im Trenchcoat von Endor, Han Solo hier aus das Imperium schlägt zurück von Hoth, von dem Eisplaneten. Noch ein Biker Scout, ja, also ein Chewbacca habe ich eben auch schon mal gesehen, dass ich den zweimal habe. Einmal der Originale hier, wenn ihr den rechts seht, einmal ein, ich würde sagen Custom, ja, mit einem silbernen Bandoliere um, also angemalt halt einfach. Also wie gesagt, sehr, sehr viele Figuren. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch, hier haben wir den anderen Klaatu zum Beispiel mit noch der Fellhose an. Ja, also alles das Figuren aus meiner Kindheit, Leute. Und ich würde sagen, mit diesen Eindrücken, hier noch zwei TIE Fighter, auch TIE Fighter Piloten kann man nie genug haben. Da ist auch definitiv einer von mir. Einen habe ich dann irgendwann dazu bekommen. Ja, mit diesen Eindrücken von meiner tollen Kiste möchte ich euch jetzt mal allein lassen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich blende jetzt noch mal kurz zurück und ja, Leute, was sagt ihr zu den Figuren? Ja, Leute, was soll ich sagen? Das waren meine Figuren, die Figuren aus meiner Kindheit, die ich ja im Alter von zarten, ich weiß es nicht, 6, 7 Jahren bekommen habe, zusammen mit meinen Brüdern natürlich. Ja, was sagt ihr zu diesen Figuren? Habt ihr auch noch Figuren aus eurer Kindheit, die ihr um kein Geld der Welt hergeben möchtet, egal was man euch bietet? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne wie immer einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, euch das Video gefallen hat, schaut doch mal auf meinen Kanal. Da gibt es noch das ein oder andere tolle weitere Video. Ich blende hier zum Beispiel noch mal eins ein. Ja, und wenn euch diese gefallen, auch über ein Abo würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Retro Rauner.